Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, also Herr Gastel, das verwundert mich jetzt schon ein Stück weit. Sie waren selbst bei der Ausarbeitung des Bundesverkehrswegeplans mit dabei, den wir verabschiedet haben. 42% von 270 Milliarden bis 2030 gehen in die Bahn, gehen in unsere Schienenstrecken. Das ist eine klare Botschaft für die Schienenwege in unserem Land. Aber nun zum Antrag der FDP. Der scheint mir doch ein Stück weit mit sehr heißer Nadel gestrickt worden zu sein. Man könnte frei ein Stück weit nach Christian Lindner sagen, lieber schnell einen Antrag schreiben, als einen guten Antrag zu schreiben. So steht darin, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, dass der Deutsche Bundestag die Bundesregierung und die Deutsche Bahn dazu auffordern soll, zeitnah das Parlament mündlich und schriftlich darüber zu informieren, wie es zur Tunnelhavarie bei Rastatt am 12. August 2017 kommen konnte. Bereits am 5. September 2017, das war allerdings noch vor dem Einzug der FDP in den Bundestag und ist vielleicht deswegen Ihrer Aufmerksamkeit entgangen, hatten wir hierzu eine Sitzung. Der vormalige Vorsitzende des Verkehrsausschusses, aber auch bereits unser Staatssekretär Steffen Bilger ist darauf eingegangen. In dieser Sitzung hat die DB Netz AG und der Herr Staatssekretär Michael Odenwald vom Bundesverkehrsministerium den Ausschuss über die ersten Erkenntnisse und Ursachen des Unfalls berichtet. Diese ersten Erkenntnisse können Sie im Protokoll der 117. Sitzung nachlesen. Ja, liebe Liberale, ich kenne zwar nicht Ihre Definition des Wortes zeitnah, aber nach meinem Verständnis würde ich behaupten, dass dieser kurze Zeitraum von knapp 3 Wochen eindeutig hierunter fällt. Dafür, denke ich, gibt es oder hat es ein großes Dankeschön für die schnelle Reaktion der Verantwortlichen eigentlich verdient. Der schriftliche Bericht zur Tunnelhavarie von Rastatt wurde uns gestern auch seitens der Bundesregierung vorgelegt, sodass es auch hierfür keiner weiteren Aufforderung der Bundesregierung seitens des Parlaments mehr bedarf. Und Ihre Wünsche diesbezüglich, ich weiß gar nicht, was Sie so unzufrieden sind, Ihre Wünsche diesbezüglich bereits erfüllt sind. Weiter fordern Sie in Ihrem Antrag, dass zum besseren Management von Ausweichstrecken das Zugsicherungssystem und die Digitalisierung des Schienennetzes vorangetrieben werden sollte. Das ist aber absolut richtig. Auch hier kann ich als Berichterstatter für das Baustellenmanagement nur auf die eingangs erwähnte heiße Nadel verweisen. Ich bin mir sicher, liebe Kollegen von der FDP, Sie haben unseren Koalitionsvertrag aufmerksam studiert. So finden Sie auf Seite 78 folgende Passagen. Wir wollen die Digitalisierung der Schiene auch auf hochbelasteten S-Bahn-Strecken zum Beispiel vorantreiben und den Ausbau der europäischen Leit- und Sicherungstechnik ETCS als Stichwort, also das Zugbeeinflussungssystem, das heute schon mehrfach angesprochen worden ist, vorantreiben, sowie die elektronischen Stellwerke und die Umrüstung der Lokomotiven durch den Bund unterstützen. Die Automatisierung des Güterverkehrs und das autonome Fahren auf der Schiene wollen wir durch Forschung und Förderung unterstützen. Zitat Ende. Das ist doch, so finde ich, eine klare Aussage. Alle im Deutschen Bundestag Vertretenen sollten doch diese technologischen Verbesserungen in die Eisenbahntechnik für mehr Sicherheit und Mobilität unserer Bürger doch unterstützen. Sie haben auch die Kategorie potenzieller Bedarf mit angesprochen. Auch in meiner Heimatregion haben wir da ein wichtiges Projekt zwischen Landshut und Plattling. Und da bin ich ganz bei Ihnen. Auch da werden wir mit großen Schritten vorangehen, diese zur Entscheidung zu führen. Sie sehen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir uns bereits in vielen Forderungen einig sind, dass wir diese angenommen haben und Ihr Antrag überhaupt nicht notwendig gewesen wäre. Positiv möchte ich zum Schluss noch das besonnene Krisenmanagement der Deutschen Bahn sowie des Bundesministers für Verkehr und digitale Infrastruktur unter der damaligen Leitung von Alexander Dobrindt, aber auch der heute sehr transparenten Behandlung dieser Angelegenheit durch den neuen Bundesminister Andreas Scheuer ansprechen. Herzliches Vergelt's Gott fürs Zuhören. Letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Michael Dont für die CDU-CSU-Fraktion.